Richtig zitieren. Vielleicht findest du es überflüssig, dich damit zu beschäftigen, doch es ist das Handwerkszeug für wissenschaftliches Arbeiten. Indem du zitierst, was andere Wissenschaftler über dein Thema geschrieben haben, zeigst du, dass du den Forschungsstand kennst. Und du machst deutlich, was du übernommen hast und was von dir selber stammt. Luisa will keine Fehler machen und holt sich Beratung im Schreibzentrum ihrer Uni. Xenia, Masterstudentin im Fach Vergleichende Literaturwissenschaft, wird öfters mit Fragen konfrontiert wie: Darf ich auch selber denken oder soll ich einfach nur die Fachliteratur wiedergeben? Eine eigene Gedankenleistung ist ja schon dann gegeben, wenn man zeigt, man hat Literatur zu dem Thema, mit dem man sich beschäftigt, gelesen und man kann mit dieser Literatur umgehen. Also man hat diese Literatur verstanden, man kann kritisch damit umgehen, das heißt, sie hinterfragen und schauen, stimmen da alle Argumente. Und das ist so ein Ding, das man auf jeden Fall am Anfang des Studiums auch lernen muss. Und damit der Dozent das sieht, dass man sich mit dieser Literatur auseinandergesetzt hat und wie man sich damit auseinandergesetzt hat, muss man natürlich zitieren. Zitiert wird aus der sogenannten Primärliteratur, etwa aus einem Roman, wenn dein Forschungsgegenstand ein literarisches Werk ist, und aus der Sekundär- bzw. Fachliteratur dazu. Übernimmst du Textstellen wortwörtlich, handelt es sich um ein direktes Zitat, das in Anführungszeichen wiedergegeben werden muss, mit Verweis auf die Quelle. Auslassungen oder Ergänzungen werden in eckigen Klammern im Zitat angegeben. Auch Hervorhebungen und selbst Fehler musst du übernehmen. Bei Rechtschreibfehlern oder ganz offensichtlichen Widersprüchen im Text muss man auch in eckigen Klammern ein SIC, also SIC, dahinter schreiben mit Ausrufezeichen. Das bedeutet dann, dass man zur Kenntnis genommen hat, dass da ein Fehler vorliegt und dass kein eigener Fehler war, sondern ein aus dem Original entnommener Text. Also so präzise muss ein direktes Zitat sein. Wie ist es denn, wenn ich etwas aus einem Text übernehmen möchte, in meinen eigenen Worten? Muss ich das ja auch als Zitat kennzeichnen. Wie mache ich das denn genau? Ja, das ist dann ein sogenanntes indirektes Zitat. Wenn du dich nur sinngemäß auf eine Textstelle beziehst, handelt es sich um ein indirektes Zitat. Auch hier musst du unbedingt die Quelle angeben. Du kannst den Autor direkt im Text nennen oder nur in der Fußnote auf ihn verweisen, mit dem Kürzel Vergleiche. Von Xenia erfährt Luisa, dass es prinzipiell zwei unterschiedliche Zitierweisen gibt, die deutsche und die amerikanische. Beim deutschen System wird die Quelle in der Fußnote genannt, und zwar als Vollbeleg mit allen bibliografischen Angaben. Zitierst du zum zweiten Mal aus derselben Quelle, reicht ein Kurzbeleg unter Angabe von Autor, Erscheinungsjahr und Seite. Beim amerikanischen System, auch Harvard-Style genannt, wird die Quelle direkt hinter dem Zitat in Klammern ausgewiesen, und zwar immer als Kurzbeleg. Die komplette Angabe des Textes, also aus dem du zitierst, die kommt dann erst im Literaturverzeichnis. Okay. Bei der deutschen hast du es, wenn du die Quelle das erste Mal nennst, in der Fußnote komplett und dann nochmal im Literaturverzeichnis auch komplett. Es gibt also nicht den einen Königsweg. Woran soll Luisa sich dann halten? Grundsätzlich ist nichts so extrem falsch, wenn es einheitlich über die gesamte Arbeit durchgehalten worden ist. Klar hat jeder Dozent nochmal seine Präferenzen und nach denen sollte man fragen. Besser doppelt nachfragen, als dann irgendwann merken, das war dem Dozenten doch wichtig, dass man eben die deutsche oder eben die amerikanische nimmt. Zitierst du aus dem Internet, musst du neben den üblichen Angaben auch die URL, also die Internetadresse, mitnennen. Da du im Netz aber immer damit rechnen musst, dass der Link irgendwann nicht mehr auf das Dokument verweist, musst du zusätzlich vermerken, wann du zuletzt darauf zugegriffen hast. Wenn ich jetzt aus dem Internet zitiere, darf ich grundsätzlich alles zitieren? Oder also beispielsweise Wikipedia, darf ich von Wikipedia zitieren? Beim Internet muss man da ganz, ganz besonders vorsichtig sein. Wikipedia ist komplett tabu.
Man weiß nicht, wer da die Artikel geschrieben hat, welches Hintergrundwissen die Leute hatten. Zitate aus Wikipedia sind also ein No-Go. Nicht so gern gesehen sind auch Zitate aus zweiter Hand, wenn du eine bereits zitierte Textstelle zitierst. Grundsätzlich wird erwartet, dass du die Originaltexte selber gelesen hast. Nur wenn diese nicht zugänglich sind, sind Zitate aus zweiter Hand ein legitimes Mittel. Dadurch, dass man auch immer wieder nicht sicher ist, wie mache ich es jetzt nochmal, weil es immer wieder Einzelfälle gibt, die einem noch niemand erklärt hat, wird es immer schwierig bleiben, glaube ich. Deswegen, das ist schon eine mühsame Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das richtig zu machen. Genau. Denn mit Gedanken anderer korrekt umzugehen, gehört zur Ethik und zum Selbstverständnis des Wissenschaftlers.